Buongiorno Scilati! Heute machen wir ein traditionelles Wintergericht und zwar Erbsensuppe mit Hackbällchen mit einem kleinen italienischen Twist, damit es einfach interessanter wird. Fangen wir an! Fangen wir mit der Suppe an. Dafür brauchen wir eine Packung TK Erbsen, das sind 450 Gramm, zwei Zwiebeln, drei Gläser Wein, Öl, Salz und Pfeffer und Wasser. Wir gehen jetzt mit unseren Zwiebeln, Erbsen, Öl und Wein auf den Herd und als allererstes dünsten wir die Zwiebel in Olivenöl. Wir nehmen jetzt ein Glas Wein und löschen unsere Zwiebel ab. Das zweite Glas ist für mich und das dritte Glas ist für Mr. Cameraman. Cheers! Jetzt kommen unsere Erbsen. Ich lasse sie ein paar Minuten mit den Zwiebeln Geschmack nehmen und dann decke ich das Ganze mit Wasser und lasse es gute 20 Minuten köcheln. Während unsere Suppe kocht, kümmern wir uns um die Hackbällchen. Ich mache sie mit Met, denn diese Suppe ist ziemlich süß. Da sind nur Zwiebeln und Erbsen drin. Und daher brauchen wir ein Fleisch, das ein bisschen mehr Geschmack hat. Das ist ein halbes Kilo. Dann kommt ein Ei drin. Und den Italian Twist, den geben wir mit 40 Gramm Parmesan und gehackte Pistazien. Das sind ungefähr 20. Die passen sehr, sehr gut zu den Erbsen zusammen, geben die Bällchen so das bisschen crunchy an das Ganze und das ist einfach ein Geschmack-Twist. Etwas Paniermehl. Und die kneten ohne Handschuhen. Unser Achtbällchenteig ist fertig. Wir formen jetzt die Bällchen und die sind relativ klein. Ich werde diesen Löffel benutzen zu messen, denn die werden dann zusammen mit der Suppe gegessen. Man hat kein Messer und Gabel, um die noch kleiner zu machen. Also die müssen mundgerecht sein. Du kannst mir nicht machen, Teller liegen, oder? Wie ihr seht, kann man mit ein halbes Kilo Mett ziemlich satt werden. Ich kenne zwei Kinder, die gerade deren Fußballtraining draußen absolvieren. Die werden sich freuen. Die Suppe ist in der Zeit auch fertig. Wir werden die einfach nur noch
fein pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und wir braten die jetzt ganz einfach in Butter. Erstmal ein Teller, dachte ein anderer. Sie sind sehr klein, die brauchen jetzt nicht lange. Die erste Ladung Bällchen ist fertig, die Suppe ist püriert. Jetzt tue ich einfach die Bällchen in der Suppe und brate die zweite Ladung. Skillati, wir sind fertig. Unsere super Abendessen vollgepackt mit Vitaminen und Eiweiß ist fertig. Ihr könnt natürlich dieses Gericht auch einfrieren, Suppe und 8 Bällchen aber getrennt und aus Vorrat haben. Ich probiere nur die Suppe, weil die Bällchen sind auch super heiß. Die ist sehr, sehr lecker, schmeckt super nach Erbsen natürlich. Und ich hatte aber schon vorher ein Bällchen probiert. Die Bällchen sind sehr, sehr weich. Die haben diese Crunchiness von den Pistazien und sind sehr würzig, passen gut zu der Süße der Suppe. Also ich finde es super. Meine Familie liebt es. Ich hoffe, ihr werdet das auch lieben. Nicht vergessen, abonnieren, liken, Glocken aktivieren. Bis zum nächsten Mal.